Hi zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute die Skizzenbuchtour von diesem Skizzenbuch, was ich vor ungefähr 2 Wochen beendet habe. Das ist das Hahnemühle 100% Cotton Watercolor Book. Kurz ein paar Eckdaten dazu. Dieses Buch hat 30 Blatt, also 60 Seiten. Die Seiten sind auf der Vor- und Rückseite gleich strukturiert. Jedes Blatt hat 250 Gramm pro Quadratmeter und ich habe hier die Größe 19,5 mal 19,5 Zentimeter. Die gibt es aber auch noch in anderen Größen. Ich meine von A6 bis A4 und jeweils im Porträt- und Landschaftsformat. Und ich glaube, ein kleineres quadratisches Format gibt es auch noch. Also sehr viele Möglichkeiten und ich denke, für jeden ist da die passende Größe dabei. Ich hoffe, ihr habt euch Kekse, Tee, Kaffee bereitgestellt. Und habt nun Lust darauf, mit mir durch das Skizzenbuch zu blättern. Fangen wir natürlich an mit der ersten Seite. Und zwar habe ich das Ganze gestartet im Harzurlaub am 19.09. letzten Jahres. Da habe ich das hier zum Beispiel Plein Air gemalt. Dazu gibt es auch ein Video und übrigens zu jedem oder wenn es zu Seiten, die ich hier drin gemalt habe, Videos gibt, dann packe ich diese Links dazu unten in die Videobeschreibung. Die könnt ihr euch gerne natürlich im Nachhinein anschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Blättern wir mal weiter. Hier seht ihr ein paar Gouache-Bilder. Hier seht ihr, dass es unter den Gouache-Bildern halt auch farbig ist oder auch grau. Und dazu habe ich vorher diese Bereiche mit Acryltinte eingefärbt. Und darauf kann ich dann ganz einfach mit Gouache drüber malen. Dann wieder Aquarell, Gouache, aber auch ein bisschen Tinte. Und dadurch, dass das Papier ein bisschen Struktur hat, aber nicht zu viel, kann man da auch super, wie ihr seht, mit Tinte drauf sketchen. Wenn ihr also gerne mit Tinte Gouache und Aquarell sketcht, ist dieses Skizzenbuch auf jeden Fall sehr gut geeignet, denn wie gesagt, es hat nicht zu viel Struktur, dass man nicht mehr gut mit Tinte drauf sketchen könnte. Es hat ein bisschen Struktur, sodass man gut mit Aquarell arbeiten kann, auch die Drybrush-Methode anwenden kann und dass die granulierenden Farben auch auf diesem Papier funktionieren. Aber auch mit Gouache, finde ich, kann man hier drauf sehr gut malen und auch die Drybrush-Technik funktioniert bei Gouache sehr gut. Also rundum ein sehr gutes Skizzenbuch, damit macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Dann eine Herbstlandschaft, einmal mit Gouache und einmal mit Aquarell. Jetzt wird es ein bisschen wüster. dafür, das war, glaube ich, mal ein Part von einem Video. Da habe ich mal ein Reel für Instagram zugemacht zu diesem Eichhörnchen. Und wenn ihr euch fragt, was diese lila Flecken alles sind, da habe ich mir mal meine eigene Aquarellfarbe aus verschiedenen Aquarellfarben angemischt. Hier seht ihr das noch mal ein bisschen. Da ich dafür keine neue Seite verschwenden wollte, musste diese Seite dafür herhalten für die Versuche. Dann die Seite, wo ich meine Aquarellstifte ausprobiert habe. Den schlafenden Loki. Der bettet sich ja, wie gesagt, auf der Couch immer sehr weich und auf dem Boden kann es ihm nicht hart genug sein. Ich weiß es nicht, es ist auch nicht jahreszeitenabhängig. Das macht er im Sommer wie im Winter so, also keine Ahnung warum. Und da ich diese Farbe so cool fand, habe ich mir auch gleich notiert, was das für eine Mischung war. Eine schnelle Tintenskizze und dann so ein bisschen den Hintergrund einfach mit Aquarell eingefärbt. Eine Berglandschaft. Noch mehr Landschafts-Natur-Sketches, ein paar Farbexperimente, ein bisschen was mit Mustern und was Gegenständliches. Fand ich aber auch mal ganz interessant. Dann mal mit mehr Pinsel und gröberen Pinselstrichen. Hier habe ich auch hauptsächlich dann so einen Flachpinsel verwendet. Das war auch Part von dem Gouache-Tipp-Video, meine ich. Hier seht ihr auch, dass man mit Bleistift da auf jeden Fall auch sehr gut drauf sketchen kann. Also das Skizzenbuch ist wirklich sehr vielseitig, was das angeht.
ein bisschen wilde Malereien mit Aquarell, Bilder mit Hintergrund und Porträts dürfen in keinem Skizzenbuch fehlen. Ich denke aber schon, dass ich mich ein kleines bisschen verbessert habe. Klar, wenn ich es öfter machen würde, würde ich mich auch schneller verbessern. Aber das gefällt mir schon ganz gut hier. Das gleiche Motiv einmal mit und ohne Hintergrund und einmal zu sehen, was macht einen Hintergrund aus und gefällt mir das bei dem Motiv mehr oder weniger gut. Das habe ich in einem Livestream, also beide Seiten in einem Livestream bei Instagram gemacht. Einmal ein Leopard in Aquarell und einmal mit Gouache. Auch wenn der mit Gouache irgendwie so ein bisschen mehr wie ein Jaguar aussieht, aber es sollte eigentlich beides ein Leopard darstellen. Weiter geht's. Einmal das Urban Set von Schminke und die neuen Farben. Und das hat jetzt nichts mit diesen Farben zu tun. Einfach eine Malerei von einem Hasen. Eine kleine Skizze. Und seht ihr, wie schön sich die Farben so ein bisschen auch separiert haben. Und ein paar Feinheiten habe ich dann noch mit Aquarellstiften ergänzt. So, weiter geht's. Die drei Farben Challenge. Es war wirklich eine Challenge, aber ich finde, einen Panda könnte ich vielleicht auch noch mal malen. Und eine sehr bunte, ich würde schon fast sagen abstrakte Seite im Skizzenbuch. Hier habe ich mal verschiedene Farben aneinander gemalt und das auch immer mal wiederholt. Und die Farbreihen haben mir da am besten gefallen. Auch sowas kann ich immer mal empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach neuen Farbkombinationen seid. Einfach mal wild eure Farben, die ihr im Kasten habt, nebeneinander malen. Auch, dass die mal so ein bisschen ineinander laufen. Und da habe ich schon die ein oder andere coole Farbkombi mit herausgefunden. Und das hat wirklich auch viel Spaß gemacht. Das habe ich nur mit einem Flachpinsel gemacht. Und es ist einfach interessant, wie die Farben sich verhalten und wie die so zusammen wirken und aussehen und was allgemein die Farben im Zusammenhang miteinander so machen. Also auch ganz cool. Meine Gouache-Farben, die sich in meiner Reisepalette befinden und ein bisschen wild mit rumgemischt. Hier eine Winterlandschaft mit Gouache. Hier seht ihr auch, dass diese Drybrush-Technik hier auch sehr gut funktioniert, weil das Papier halt auch ein bisschen Struktur hat. Aber finde ich halt nicht so viel, dass man halt mit Tinte nicht so gut drauf sketchen könnte. Dann zwei Kätzchen gemalt mit Gouache. Zwei Aquarellskizzen, ein Otter. Das möchte ich eigentlich irgendwie mir angewöhnen, jedes Mal zu machen. Die Farben aufzumalen, die ich für die Skizze gebraucht habe. Irgendwie vergesse ich das fast jedes Mal. Naja. Ein Corgi. Eine Seite mit Blumen, auch, glaube ich, etwas, was man bei mir in eigentlich jedem Skizzenbuch findet. Und ich finde das sehr interessant, was der Kontrast auch von den Blättern her ausmacht, um den ganzen Lebendigkeit zu geben. Also hier hellere Blätter und auch ein bisschen dunkler. Also dass das schon wirklich viel ausmacht. Und auch hier ein paar Spielereien mit Aquarellfarbe. Dann ein paar grobe Skizzen und dann die fertige Skizze sozusagen. Das Eichhörnchen hier habe ich auch in einem Livestream bei Instagram gemalt. Und hier habe ich meinen Lieblingspinsel nochmal aufgemalt, nämlich den Casaneo Verwaschpinsel in Größe 2. Das ist wirklich mein absoluter Lieblingspinsel. Ich komme auch immer wieder auf diesen Pinsel zurück, auch wenn ich so viele andere habe. Und den ersten davon habe ich mir vor vielen Jahren gekauft. Und der lebt immer noch und mit dem male ich auch immer noch. Also Geld in gute Pinsel zu investieren lohnt sich auf jeden Fall. Die halten auch. Dann ein bisschen mit Gouache experimentiert. Mit super granulierenden Farben. Und diese Farbkombi hier finde ich zum Beispiel ganz cool. Also diese drei hier unten. Hier habe ich auch wieder mit Acryltinte die Hintergründe eingefärbt. Und da einfach was drauf gemalt. Diese Seite so ein kleiner Vogel in so einem Maschendrahtzaun und hier eine kleine Landschaft. Eine weitere Seite mit Gouache. Hier ein paar Kirschblüten und hier habe ich ein bisschen mit Komplementärkontrasten experimentiert. Hier finde ich
bei den Blüten besonders, dass das richtig herauskommt, weil ich da auch noch mit Orange und Blau, also einen Komplementärkontrast gearbeitet habe. Ich finde, das gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen was Interessantes. Noch ein Porträt, diesmal mit Bleistift und Gouache. Und auch hier habe ich ein bisschen Gouache-Muster noch eingebaut. Ja, und das ist schon das Ende vom Skizzenbuch. Dazu gibt es ja auch ein Video. Das konntet ihr mitverfolgen, wie das entstanden ist. Und ja, das war es auch leider schon wieder. Wie gesagt, ich habe das am 17.02. beendet. Ich hoffe, euch hat meine kleine Skizzenbuchtour gefallen. Dann lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da und schreibt super gerne einen Kommentar. Wie gesagt, das Skizzenbuch kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn ihr gerne nass in nass arbeitet oder allgemein mit Aquarell, Tinte oder mit Gouache. Vielleicht war ja auch etwas Inspirierendes für euch dabei, was ihr auch gerne mal bei euch im Skizzenbuch umsetzen möchtet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt bis dann gesund und natürlich kreativ. Bis dann!